Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute habe ich ein Unboxing für euch. Und zwar habe ich mir auf Amazon eine Infrarot-Wärmelampe bestellt, weil ich in den letzten Wochen immer wieder ganz schön verschnupft und erkältet war. Und ich merke, da bahnt sich auch schon wieder was an. Trotz Obst, Bewegung, frischer Luft und allem ist das Ganze ziemlich hartnäckig. Ja, und ich möchte meinem Körper die Medikamente nicht dauerhaft oder ständig antun. Drum dachte ich, Wärme soll ja bekanntermaßen helfen, teste ich mal so eine Infrarotlampe. Ja, das Ganze ist jetzt keine bezahlte Werbung. Ich habe das Ding selber bezahlt, kann euch das aber, wenn ihr interessiert seid, gerne mal unten in der Infobox verlinken. Ja, wie gesagt, auf Amazon habe ich geshoppt und habe hier diese Infrarotlampe gekauft. Ich hoffe, ihr könnt die recht gut sehen. Das ist schon ein beachtlicher Karton. Ja, genau, und zwar von der Firma Beurer. Eine Infrarot-Wärmelampe. Und ja, wir schauen jetzt mal, wie das Ganze verpackt ist und ja, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Wir schauen uns das Ganze mal an. Gut, dann wollen wir mal schauen, den Karton mal öffnen. Also wir können erstmal gucken, was hier außen drauf steht. Hier steht, dass das Teil eine Leistung von 300 Watt hat, dass es ein zertifiziertes Medizinprodukt ist, dass ja, die Behandlungszeit individuell einstellbar ist zwischen 1 und 15 Minuten, dass es sich dann auch automatisch ausschaltet. Und ja, dass der Schirm, also die Lampe, stufenlos verstellbar ist von 0 bis 50 Grad. Ja, schauen wir jetzt mal rein. Das hört sich ja an sich ganz gut an. Mir war auch wichtig, dass ich die Zeit variieren kann und dass ich den Schirm bewegen kann. So, das Ganze ist schon mal schön eingepackt hier. Okay, auch gut gepuffert. Hier an der Seite haben wir ja die Bedienungsanleitung. Da schauen wir jetzt gleich auf jeden Fall auch rein. Und dann holen wir das mal hier raus. Ihr seht, im Karton ist auch schön Styropor noch oder Schaumgummi. Ja, Schaumgummi ist das eher, um das Ganze gut zu polstern. Und dann haben wir hier noch einen Beutel drum. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier haben wir noch ein bisschen Puffer und da auch. Gut, so sieht das Gerät jetzt aus. Hier oben ist auch ein Hinweis, dass das ganz schön heiß wird. Und hier unten drunter haben wir dann das Kabel. Das können wir mal abmachen. Und ihr seht schon, das hat eine ganz gute Länge. Also ich würde mal schätzen, dass das Kabel bestimmt 1,5 bis 2 Meter Länge hat. Finde ich persönlich sehr gut. So, und ja, so sieht der Bildschirm jetzt aus. 300 Watt. Ich habe mir einen Zollstock bereitgelegt, denn es ist ja auch gar nicht so uninteressant zu sehen oder zu wissen, wie groß die Fläche ist. Dann haben wir hier den Schalter, um die Zeit einzustellen und den Schalter, um eben das Gerät ein- und auszuschalten. Und jetzt schauen wir mal. Oh ja, seht ihr das? Man kann das richtig gut und schön hier drehen. Je nachdem, wie man halt eben davor sitzt und je nachdem, welche Stelle man eben ja bestrahlen möchte. So viel hierzu. Ist natürlich viel Plastik. Ich meine, ja, das ist heutzutage so. Und hier ist noch ein Sicherheitshinweis. Schaut mal hier, da ist noch ein Aufkleber, dass der Mindestabstand vom Gerät zu der Person ja, 30 cm betragen sollte. Gut, so viel dazu. Ah nein, bevor wir jetzt in die Anleitung schauen, wollte ich doch noch gucken, wie groß der ja, Bildschirm ist. Sieht ja ein bisschen aus wie so ein alter Fernseher, ne? So, das Teil hat, müssen wir nochmal ausklappen. Das Teil hat eine Höhe von 16,5 cm und eine Breite von 15,5. Also im Schnitt kann man sagen, 15 mal 16 cm ist schon ganz schön groß und ich glaube, da kann man auch gute Flächen mit bestrahlen. So, so viel dazu. Jetzt gucken wir in die Bedienungsanleitung. Hier haben wir noch so ein bisschen was
zugepackt. Einmal ein Zettel mit Service Hotlines für ja, alle denkbaren Länder. Und dann natürlich noch ein bisschen Werbung in eigener Marke, denn von Beura gibt es natürlich auch noch andere Produkte, die zum Beispiel der Fitness dienen oder ja, der Körperpflege, der Wellness. Ja, hier ist noch mal ein bisschen Werbung. Jetzt schauen wir mal hier rein. Ja, hier sind natürlich wie bei allen Elektrogeräten ganz zu Beginn erstmal ein paar Sicherheitshinweise aufgeführt. Es wird an erster Stelle erwähnt, dass das Gerät nur dem Zweck dient, den menschlichen Körper zu bestrahlen und eben nichts anderem oder nichts anderes. Dann, dass jeder unsachgemäße Gebrauch natürlich gefährlich sein kann, dass das Gerät heiß wird, dass man auch aufpassen muss, wie man es dann anfasst, dass man auch schauen sollte, dass man ja währenddessen nicht einschläft oder so. Man muss halt auch so ein bisschen gucken, wie reagiert die Haut, wenn die anfängt zu kribbeln oder zu heiß wird, dann muss man den Abstand auch ein bisschen erweitern. Das ist ja auch von Mensch zu Mensch wieder unterschiedlich. Das Gerät sollte natürlich auf einer stabilen, festen, nicht entflammbaren Oberfläche stehen oder schwer entflammbaren zumindest. Und die Umgebung sollte natürlich auch frei sein. Wenn daneben jetzt direkt die Post oder ein Zeitungsstapel liegt, kann man sich denken, ist das nicht sehr günstig. Ja, was ich ganz interessant finde, hier sind sogar noch Hinweise zur Reinigung oder zum Austauschen, eine Anleitung zum Austauschen der Birne, der Leuchte. Aber ja, auch das interessiert jetzt nicht wirklich. Ich denke, wir gehen jetzt mal nachschauen, ob das Ding auch gut leuchtet. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier in der Küche. Ich habe das Gerät eingesteckt und ja, ihr seht, man kann den Schirm richtig schön schwenken. Und ja, jetzt stellen wir das Ding doch einfach mal an. Und, oh ja, es macht ein ganz leichtes Lüftungsgeräusch und die Wärme ist direkt da. Finde ich richtig gut. Jetzt können wir hier die Zeit noch einstellen. Wir sehen hier 15 Minuten eingeblendet und könnten das jetzt auch reduzieren auf zum Beispiel eine Minute. Und dann sollte sich das Gerät auch automatisch, ja, ausschalten. Ich werde das jetzt mal testen und gebe euch dann noch eine Rückmeldung. Im Übrigen, im Hintergrund das Bild, was ihr da seht, da hat René eine indirekte Beleuchtung gebastelt. Wenn euch interessiert, wie er das gemacht hat, war super günstig und total einfach gemacht, könnt ihr mal bei ihm auf dem Kanal vorbeischauen. Ich verlinke euch das Video mal. Ja, sein Kanal ist ja der Bastelbruder und solche Sachen tüftelt und bastelt er. Ich teste jetzt und gebe euch dann noch ein Feedback. So, meine Lieben, ich habe den Infrarotstrahler, Wärmestrahler getestet und ja, ich persönlich finde den sehr gut. Ich hatte den Preis übrigens noch gar nicht genannt. Es gibt da ja Geräte online in einer unglaublichen Preisspanne. Ich habe mich für ein mittelpreisiges entschieden, das hat 49 noch was, also man kann sagen 50 € gekostet. Hatte richtig viele, richtig gute Bewertungen und das hat mich überzeugt. Darum habe ich dieses geholt. Es gibt natürlich auch Modelle für 15 € und weniger oder so um die 15 €. Die lassen sich aber nicht so verstellen, haben nicht so einen großen Schirm, der dann eben bestrahlt. Und das waren eben Sachen, die mir sehr wichtig waren. Ja, zum Fazit. Das Ding, das heizt umgehend. Mit dem Moment, wo es angeht, ist auch direkt Hitze da. Und ja, das Teil strahlt schon ganz gut. Also ich habe so 40 cm Abstand ungefähr gehalten, habe mein Gesicht bestrahlt. Ich habe die Augen wohl bemerkt währenddessen die gesamte Zeit zugelassen, denn es gibt noch Schutzbrillen dazu. Da kann ich euch aber genaueres nicht sagen. Dazu kann ich euch genaueres leider nicht sagen. Denn ja, manches soll super sein, manches soll den Zweck eben nicht gut erfüllen. Denn Infrarot ist natürlich fürs Auge, ja, nicht allzu pralle. Ja, von daher, ich habe die Augen geschlossen gehalten, habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwas unwohl im Argen zum Nachteil gewesen ist. Darum denke ich, ist das in Ordnung. Wenn ihr eine Brille bevorzugt, macht euch einfach mal schlau.
Ja, die Wärme war umgehend da, die Wärme war gut da. Ich habe auch gemerkt, wie sich angefangen hat, eben ja, das ein oder andere in den Neben- und in den Kieferhöhlen zu lösen. Und genau das ist das Ziel und genau das ist der Sinn der Sache. Von daher bin ich zufrieden mit der Wirkung, mit dem Effekt. Die Handhabung ist auch einfach, das Gerät ist handlich. Von daher von mir ein Däumchen hoch. Ich weiß, 50 Euro ist nicht allzu günstig. Aber ja, da muss einfach jeder für sich selbst wissen, wie viel er da ausgeben möchte und was da seine Grenze ist. Für mich war es okay in Anbetracht der Tatsache, dass man es ja immer und immer wieder verwenden kann. Und ja, es funktioniert. Und da ist es mir ein Fuffi wert. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht auch weitergeholfen, falls ihr auf der Suche seid nach einem Infrarot-Wärmestrahler. Es ist ja, ja Erkältungszeit, es ist kein wirklich winterliches Wetter, aber trotzdem, die Temperaturschwankungen machen es unserem Körper ja auch nicht leichter. Von daher, ich hoffe, es hat euch geholfen, dieses Video, und es hat euch gefallen. Lasst mir ein Däumchen oben da, wenn dem so ist, und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!